So. Ja, Musik, Verwacklungseffekte gefällt mir gar nicht. Gamepad-Vibration ist nicht angeschlossen, aber ich gefällt mir trotzdem nicht. Motion Blur mag, glaube ich, keiner, ne? Farben. Farben-Blind-Modus. Okay. Oder gab es da noch mehr Sachen? Ne, nur Blumen, okay. Sichtfeld lassen wir mal, wir wenden das mal an. Master ist schon auf 50. Okay, automatisch erkennen alles auf Mittel. Ja gut. Überlebensmechaniken sind herausfordernder, Statuseffekte sind entscheidender und schwerer zu reinigen. Tiere verhalten sich gemäß ihrem vorgesehenen Temperament, verursachen den beabsichtigten Schaden und können Hennessy leicht erkennen, wenn sie nicht vorsichtig ist. Handwerk und Bau erfordern eine faire Menge an Ressourcen. Die Menge an Ressourcen in der Welt wurde für ein faires, aber herausforderndes Erlebnis ausbalanciert. Okay, endende Ressourcen. Baupläne werden durch Fortschritte in der Geschichte freigeschaltet. Nicht alles okay. Knockout ist aktiv. Silence used to sound different. Whispering wind and rustling grass. I've only ever heard them on recordings. The planet has been slowly wasting away for generations. In the end, we became prisoners of our arcs. My brother was obsessed with the old world, a world where we lived in nature. I promised I'd do my best to bring it back. I was working hard to get into the labs. That's when the news about Operation Honeycomb broke out. Find salvation in the stars? Vital signs stable. Would I ever see the Earth covered in green? Hey und hallo Poli. Da steht's auf Deutsch. Okay. Ich bin ein Besucher von irgendwas. Na, ob oder bin ich abgestürzt? Na klar, ein paar Ibus. Was stand da oben? Ah, hier. Warnung. Warnung? Wahrscheinlich Attention, oder? Verwende WASD, um dich zu bewegen. Habe ich. Sauer. It's a little bit fast. Charakter, Aussehen, Empfindlichkeit? Drohnen. Gebäude? Nee, wo ist denn? Kann man die Mautintensität nicht ändern? Das ist Motion Blur, das habe ich ausgemacht. Aber kann man... Mautintensität kann ich nicht?
Und hier drin, oder? Benutzer definiert, kreativ. Okay, ich kann das hier noch einstellen. Tatsächlich. Zeichne Ressourcen. Kraft. Okay, ich habe keine Ahnung. Schmerzmittel. Achso, anklicken, schiebe ich alles rüber. Oh, das waren beide Öffnungen. Halten Sie, um das Kreismenü zu öffnen, fahren Sie mit der Maus über einen Slot, weisen Sie die Schmerzmittel zu. Drücken Sie, um zu konsumieren. Now, that feels much better. Aha. So, what's going on? Where am I? Welcome to Operation Honeycomb. Your chance to play your part in saving our cradle. The fate of humanity rests in your hands, scientist. Time to get to work and find the cheat code to hack the ecosystem. Unpacking database, please stand by. Oh, right. I really need to wake up. Is this what space travel is supposed to feel like? Oh, wir haben 3 Stunden Zeit für die Demo. Sehe ich das richtig oben rechts? Watch out for symptoms of post-stasis sickness. Gentle physical activity is advised after a long medically induced sleep. Collecting new plant and ore samples will let me adapt my blueprint database to local resources. Bewege dich, während du Shift gedrückt hältst, um zu sprinten. Sieht auch aus wie ein Ei. Herstellung von Reifverdünnung. Egal. Kurzbeschreibung der Mission. Es kostet alles Zeit, wenn man sich das durchlesen muss. Kümmere dich um deine Gesundheit und deine Grundbedürfnisse. Du kannst nicht arbeiten, wenn du tot oder hungrig bist. Sammle Materialien. Ja, wie sammle ich denn? Take advantage of your assisting team, huh? So, where is everybody? I guess I'll just keep busy while I wait for them then. Won't hurt. Falsche Aufnahmemethode. Hä? Chili-Kankane. Der letzte Rest. Morgen gibt's Napoli. Auch der letzte Rest. Wie sammle ich? Hä? Okay. Aber die Aufnahmemethode. Okay, das geht. Titan, schön. Das soll jetzt die Erde sein.
Aha. Die Maus ist mir ein bisschen schnell. Was ist das? Ruhig, ruhig. Lukama Kamelit. Weiblich freundlich. Ja, mehr Angst als alles andere. Okay. Okay. Ah, hier. Falsche Aufnahmemethode. Ja, wahrscheinlich brauche ich irgendwas. Muss ich mir irgendwas basteln? Brauche sicher irgendwas zu essen. Wie viele Titanen muss ich denn noch sammeln? Ich hoffe, ihr habt Sound. Gar nicht überprüft. Ja, doch. Gut. Okay, Wasser. Wasser ist, glaube ich, immer wichtig. Beide. Ich glaube, ich brauche erstmal Äste oder sowas, ne? Ich muss mir wahrscheinlich... Ich meine, wenn ich was bauen kann, brauche ich sicher auch Holz. Mit einem Ast kann ich doch wahrscheinlich mir irgendwie eine Art Axt bauen. Konsumieren die wasserreiche Früchte, um ihren Durst zu löschen. Landekapsel. Was? Fertigen Sie grundlegende Werkzeuge, Meißel, Rosenschere, Kelle unter Verwendung von Titanerz. Benutzen Sie den Fabrikator in Ihrer Landekapsel. Weiß noch jemand, wo unsere Landekapsel ist? Was sind diese Steinformationen? Da, oder? Wahrscheinlich nicht mehr da, aber das war doch hier. Und von wo sind wir dann gekommen? Konnten wir nicht mitnehmen. Hier das Wasser, da war es nicht. Wo wir gelandet sind, war, glaube ich, kein Wasser. Da sind die wieder. Na, ihr zwei? Ah!
Poli, was gab's denn bei dir? So, was ist hier der Fabrikator? E-Fertige. Aha. So, was ist das hier? Meißel klingt gut. Kelle lässt sich interessante Dinge ausgraben. I don't know. Hier, die Schere ist, glaube ich, ganz gut. Ermöglicht das schonende Sammeln von jungen Zweigen und Pflanzen gut. Okay, es dauert ein bisschen. Was ist das hier? Eine einfache Baudrohne. Okay, haben wir noch nicht. Schlafsack, lässt sich unterwegs ausruhen. Das klingt gut, aber haben wir beide noch nicht. Textilfaser. Camilla-Wolle-Material. Wollen wir sicher mit der Schere irgendwie machen? Kabelsatz, Ersatz von Drähten und elektrischen Bauteilen für die Herstellung komplexer Maschinen. Meißel. Werkzeug zum Schnitzen und Schneiden von Gegenständen oder Materialien verwendet wird. Kann ich nicht bauen? Offensichtlich. Bereitet Wasser für den Verbrauch auf. Ist gut. Die Schere habe ich jetzt. Wieso kann ich die Kelle nicht bauen? Ah, warte. Stimmt, ich muss das nehmen. Jetzt kann ich was bauen, alles klar. Kann man auch, das heißt, ich kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig bauen. Ich muss immer warten. Eine Karte wäre schon cool. Als ob ich mich immer wieder hierher finde. Nimm. Und dann die Kelle noch. Und Wasser aufbereiten. Klingt ganz gut. Aber muss ich mal rauskriegen, wie ich Wasser überhaupt aufnehme. Um irgendwas in den Filter zu packen. Es sei denn, der Filter macht das mit. Was? Glas haben wir nicht. Schlafsack können wir nicht. Drohne können wir nicht. Filter können wir nicht. Okay, wir können noch nichts weiter. Aber wir haben jetzt ein bisschen Werkzeug. Luftverschmutzung, ein Hoverboard. Ich habe ein Hoverboard. Was ist das hier? Ich habe eine Wasserflasche. Okay, das ist gut. Marsmus. Okay. Die Schere ist auf 3. Der Meißel auf 4. Die Schippe auf 5. Kann ich mit Mausrad umschalten? Nein. Ist der Meißel. 5, 4. Nee, 3. Experiment. Was? Experimentieren mit Pflanzen. Veredelung. Wenn es sich um eine baumartige Pflanze handelt, ist die Veredelung das Mittel der Wahl. Dazu braucht man 2 Pflanzen. Die zur gleichen Familie gehören. Ich muss allerdings sicherstellen, dass sie das auch wirklich tun, sonst funktioniert es nicht. Beide müssen auch junge Zweige ausgetrieben haben. Diese sind hellgrün und wachsen normalerweise an den unteren Teilen des Stammes. Ein junger Zweig kann an die Stelle eines anderen jungen Zweiges einer Pflanze verpflanzt werden, die zur gleichen Familie gehört. Dann muss ich nur noch abwarten, was für Früchte ich an dem Zweig entwickeln. Wenn das Experiment gelingt, könnte es sich um eine Hybride mit ganz anderen Eigenschaften handeln. Okay. Mehr geht nicht. Herstellung. Nicht gebrütet. Ich denke, irgendein Tier funzt mich hier an, aber das ist immer nur die Tür. Ne, Tür und Tier ist ja sowieso fast das gleiche, ne? Okay.
Das hier nicht? Nee. Okay, die laufen jetzt Richtung Westen, das heißt Richtung Osten ist unsere Kapsel. Da leuchtet was. Ja, okay, es hat immer so einen kleinen Zweig hier an der Seite. Was steht da? Nichts mehr, okay. Sie ist auch Tarax, einjährige Pflanze. Jede Pflanze braucht mehr Zeit zum Wachsen. Ich habe keine Wie Zeit. Wie in dem Hollywood-Film und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, der tägliche Gruß ist Ihr Antrag zur direkten Demokratie. Sie sind das Murmeltier und ich bin heute Bill Murray. Hallo Bill Murray. Das ist doch Müll. Wie hab ich keine Karte? Wie finde ich denn je zurück? Bin an Hut. Okay, glaube ich doch nicht, aber ich drücke einfach mal, ich werde einfach mal Q probieren. Signalmanager öffnen. Nee, das lege ich. Ich will nichts weglegen. Gib mir die Schere wieder. Kann ich schwimmen? Oder warte, wir machen das anders. Gehen wir wieder zurück. Oh, hier. Ah, noch mehr Titanen, ne? Falsche Aufnahmemethode. Mit was nehme ich denn? Okay. Will ich nichts in der Hand haben. Eigentlich wollte ich hier. Falsche Aufnahmemethode. Lavia. Pollenes. Düngung. Schippi. Direkt an der Kapsel. Experimentieren mit Pflanzen. Allogamie. Nicht alle Pflanzen auf Sota 7 sind von Anfang an nützlich für mich. Aber das kann ich ändern, indem ich in die Fußstapfen von George Mendel trete und die Hybridisierung durch Allogamie fördere. Kann ich neue Pflanzenarten mit neuen unterschiedlichen Eigenschaften schaffen. Alles, was ich brauche, ist eine Anzuchtschale, zwei verschiedene Pflanzen aus der gleichen Pflanzenfamilie, Zugang zu Wasser und eine Bienenpfeife. Ohne Bestäuber kann ich meine Arbeit nicht machen. Und die einzige Möglichkeit, sie sicher in meinem Labor zu leiten, ist das Rohr. Nachdem ich die beiden Pflanzen in dieselbe Anzucht gepflanzt habe, erledigen die Zeit und die Bienen den Rest, solange noch Platz für eine weitere Pflanze ist, versteht sich. Aus den Samen, die sie fallen lassen, könnte eine Hybridpflanze sprießen. Ich muss mal abwarten und sehen. Okay. So, gut. Das Ziel ist, oder der Plan ist... Aber ich kann da jetzt schon Dinge hier einfach reinpacken, oder? Ich kann jetzt zum Beispiel das Titan reinpacken. Was ist das? Beide. Mhm. Die Zweige. Und die Lavia. Was ist denn das hier?
Geschlossene Blüte mit unterentwickelten Pflanzenembryonen. Violette gabelförmige Blätter. Ich bin jetzt hier wieder raus. Und dann sage ich einfach mal, wir gehen jetzt nach Osten. Sodass wir im Prinzip nach Westen gehen müssen, um zur Kapsel wiederzukommen. Ohne Karte ist das echt ein bisschen schwierig. Da leuchtet doch was. Kupfer. Das ist also mein Meißel. Und wo nehme ich Kupfer? Hat auch noch keinen Sound. Okay, Kupferquelle. Nice, nice, nice. Found you am Samstag war echt nice. Finde ich auch. Hab endlich ein paar Anschlüsse machen können. Schade, dass du nicht dabei warst, Simplex. Schere. Nee. Nicht gebrütet. Kann ich nicht nehmen? Kann ich es ausbuddeln? Hä, mit was denn dann? Eon Corp kindly reminds you to keep up with notes in your journal. Was? Lass mich in Ruhe. Ich arbeite hier. Ist das? Ich weiß nicht, ob das giftig ist. Die haben doch irgendwas gesagt, dass ich mich vergiften kann hier. Hier ist das was. Ich dachte, ich habe was gehört. Grüne Naga. Einer von 85 Millionen. Tja. Okay, da ist nochmal Dings. Was mache ich denn mit dem Meißel? Mehr Kupfer. Ich glaube, wir konnten schon irgendwas bauen. Für irgendwas brauchten wir noch Kupfer noch. Oh. Da sind wir jetzt reich. Das sind aber komische Felsformationen. Wenn ich auch Licht. Keine Daten. L, nein. F. Das ist weggeschmissen wieder. Wo denn das Kupfer? Wir haben noch Kupfer gesammelt. Signalmanager? Wo gibt's denn ein Signal? Oben? Oh! Ich sehe meine Kapsel, alles klar. Nice, es wird dann dunkel. Ich dachte, ich einschlafe wie in dem anderen Spiel gerade, was wir hatten.
Okay, ich gehe erstmal wieder zurück. Gucken wir mal, was ich mit dem Kupfer machen kann. Oh, das war Silber, sehe ich gerade. Was ist denn das da hinten? Da wird da noch was angezeigt. Das Wasser oder wie? Okay. War das ein Hubschrauber oder ein Tier? Okay, das ist meine Kapsel. Ich kann einen Kabelsatz bauen. Eon Corp kindly reminds you that you can use the fabricator to craft basic tools and much more. Mhm. Wobei, darf ich nicht Rezepte, um die herzustellen? Okay, nimm. Was ist das? Zylindrischer Metallbehälter, der zur Konservierung von Lebensmitteln verwendet wird. Ah, der macht es aus Silber. Ja, bau mal ein. Textilfaser. Ja, da weiß ich noch nicht. Er braucht die Textilfasern. Camilla Wolle. Eine Drohne kann ich auch nicht herstellen. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Da gibt es einen Becher, genau. Dann kann ich immer noch nicht so viel herstellen. Ich weiß halt nicht, wie ich an Textilfaser komme. Den Becher behalte ich mal. Das Silber packen wir rein. Was ist das? Kupfer. Ja, wir haben viel Kupfer gefunden. Ach so, na eben, warte mal. Gib Luftverschmutzung ein. Okay, nett. Funktioniert das auch über Wasser? Naja, ist auch bloß ein Spielzeug irgendwie. Ah, mit Maus lenken. Nicht dein Ernst. Okay, also über Wasser funktioniert das Hoverboard nicht.
Okay, den Becher kann ich nicht nehmen. In der Hand. Kann ich denn so irgendwie Wasser? Ne. Er hat doch ein Licht. Wo ist denn das Licht hin? Eon Corp kindly reminds you to collect as much resources as you can carry with ease. Use AR mode to find them easily. Okay, ein bisschen Obsidian. This plant is not ready for harvest. Mehr Kupfer. Ich weiß nicht, wozu ich das brauche. Aber hattet ihr nicht gesagt, dass er irgendwas freigeschaltet hat beim Rezept? Sehe ich das irgendwo hier? Was ist das? Glasstück, das Licht bündelt und streut. Nehmen wir das mal hier, Glas. Ah. Okay. Wir können jetzt Glas herstellen. Wozu? Keine Ahnung. Oh, wait. Silber. Für mehr Becher. Und Obsidian brauchen wir für mehr Glas. Ich dachte gerade, das ist ein riesen Vieh, aber das ist bloß irgendwie Steinbaum-Dingsbums. Zeit zum Wachsen. Welche Aufnahmemethode? Warte mal, weder Shippy noch... Oh, warte. Nimm Elfenbein Hintern. Ach nee, Linter. Das hier auch. Den hat man aber scheinbar schon mal.
This plant is not ready for harvest. Die wird mir auch oben angezeigt. Kann ich die nicht mitnehmen? Okay, die werden mir angezeigt, aber nicht, ob die reif sind oder nicht. Oh, ist das eine Höhle? Ein bisschen Angst, die haben gesagt, oder stand doch da irgendwie, wilde Tiere greifen mich an. Die Encore kindly reminds you, to extract samples from plant products to analyze them later. Wait, are those ribs? What kind of an enormous beast was that? This plant is not ready for harvest. This plant is not ready for harvest. This plant is not ready for harvest. Wachsend. Let's take a look to the Rippchen. Wo sie einfach Rippen genannt wurde. This plant is not ready for harvest. Ja. Ich weiß. Blei, okay. Blei hat man auch noch nicht. Sagt aber nicht, dass wir neue Sachen zum Basteln haben. Durch Blei. Beide. Okay. Falsch aufnehmen. Ich glaube, die können wir so aufnehmen. Ich weiß noch nicht, wozu wir Kreide brauchen. Oder Schalk. Ist das vielleicht Kalk? Auf meiner Wunschliste haben zwei Produkte ein Angebot. Schalk ist Kreise. Kreide, meinst du? Ja, aber vielleicht ist es irgendwie komisch übersetzt. Wozu brauchst du denn Kreide? Nicht gebrütet. Kann ich auch nicht nehmen. Gut, ich komme jetzt mit meinen Rippen, zu meinen Rippen. Auxit. Du bist belastet und kannst nichts. Ich fürchte, ich muss nach Hause. Hör mal auf, so zu atmen. Als ob. Hier rennen kann ich nicht.
Demo. Ich will aber trotzdem wissen, was hier drin ist, bevor ich gehe. Da liegt was. These stones. Their placement doesn't feel all that nice. Venus! Oh, Lia! Ein Altar oder sowas. What the hell? How did this get here? It looks so familiar as well. Hey, Olivia's, did our research say anything about, I don't know, people living here? Potentially? Should I be worried? Unable to access relevant data. Research did not provide any conclusive proof of intelligent life on the planet. I don't mean to be mean, but your lack of relevant data might kill me one day. Ja, okay. Kann ich denn? Eon Corp kindly reminds you to check your blueprints tab to find out how to make the things you need. Ja, leider funktioniert das Hoverboard nicht über Wasser. Lia schreibt ihr Penis, weil Taromis seiner nicht ausreicht. Hier ist so viel Wasser. Wie ist meine Kapsel denn da? Oho, was ist das? Noch mehr Silber? Ist nicht gerade selten. Aber die haben ja gesagt, dass sie für ausreichend Ressourcenbalancing sorgen, damit genug da ist. Das heißt für mich doch irgendwie, dass die endlich sind, oder? Oder dass sie nicht unendlich sind. Ist es nicht da? Oh, jetzt aber ganz langsam. Schafft er das hier rüber? Okay, ich muss. Da schafft das nicht rüber. Blick noch Obsidian. Nimm Luftverschmutzung. Warte mal. R für Luft. Was für Schmutzung? Bohrt ist doch keine Verschmutzung, oder? Tut mir leid, aber Obsidian muss ich irgendwie mitnehmen. Das klang jetzt auch ungesund. Oder ist das mein Magen?
Die ist wie ein Hotdog-Stand. Je mehr Würstchen, desto besser. Ach, dann Joe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du untervögelt bist, Sanjo. Ich habe sie so weit. Wir müssen dann auch mal gucken, wie ich schlafe. Wahrscheinlich das Bett, was wir da haben, kann vielleicht noch benutzt werden. Dann gehe ich von aus, dass man auch Basenbau machen kann. Irgendwann mal. Wir sind jetzt fast eine Stunde drin in dem Spiel. Ah, was ist das denn? Eon Corp kindly reminds you. That devices in your base need both electricity and water to function. Oh, wo ist denn mein Ei? Ich dachte, ich sei schwanger, bis ich gelernt habe, dass OBs zum Auswechseln sind und nicht zum Nachschieben. War ein sehr stilles Baby, ne? Oh, ich komme hier nicht vorwärts. Wo ist denn das Ei? So weit weg waren wir doch gar nicht. Wieso hat das Spiel keine Map? Jetzt komme ich gar nicht mehr vorwärts. Da ist es. Wieso komme ich denn? Ich kann. Okay, das nützt nichts. Überladen ist überladen. Aber eben ging es ja schneller mit Laufen. Und ich bin einfach müde. Ich habe keine Ahnung, was hier Phase ist. Prismennuss, okay. Elfenbeinlinter. Keine Ahnung. Nimm da jetzt zum Köften die Sachen aus dem Dings raus. Kann ich hier schlafen oder nicht? Kann ja nicht schlafen. Aber ich habe noch keine. Also ich sehe, dass ich Glas herstelle. Wieso kann ich kein Glas herstellen? Er nimmt es nicht raus. Ich weiß halt nicht, wo ich die Textilfaser herbekommen soll. Was ist das? Aluminiumblech. Grundbaustoff. Warum kann ich kein Aluminiumblech herstellen? Habe ich mir das Ding nicht in die Tasche gelegt? Kupfer. Kupfer. Oh, Bauxit. Ja, ich bin überlastet. Lass mich mal bauen.
Weiß ich nicht, ob ich mir damit auch neue Rezepte freischalte oder nur wenn ich neue Sachen finde. Machen wir die Linse fertig. Glasstück, das Licht bündelt oder streut. Ich weiß noch nicht, wofür wir die brauchen. Aber das war's auch schon an neuen Sachen. Mehr kann ich nicht herstellen. Ich kann maximal nochmal so ein Glas bauen, weil das ist ja jetzt der Verbrauch, was wir hatten. Aber solange ich keine Textilien habe, muss mal gucken. Vielleicht gibt es noch ein externes Baumenü. Wie war denn das bei Subnautica? Eon Corp kindly reminds you. An analyzer is like an assistant that doesn't talk back and never makes mistakes. Urgent notice. Potential fossil shoreline deposits detected to the west. Was? Detected to the west? Was? Blub, blub, blub. Ja. Wie schlafe ich denn nun? Gar nicht. Ich weiß halt nicht, wo kriege ich denn Pflanzenfaser her? Außerdem guckt er mal an, das ist finster. Wieso zum Henker? Warte mal. Nein, lass... Inventar. Ich habe hier einen Leuchtstab. Bietet Licht, wenn er ausgerüstet und eingeschaltet ist. Wie rüste ich denn aus? Er lässt es doch gar nicht zu, dass ich den ausrüste. Hier, auf der 6. Er wird mir doch gar nicht angezeigt. Doch, nee. Wo ist denn der? Hä? Ausrüsten. So. Wie aktiviere ich den? Mit L nicht. Mit F. Läuft irgendwann ab? Was wollte die? Was hat die jetzt gesagt? Im Westen? Was ist denn im Westen? Ich laufe immer noch so lahmarschig. Nach Titan. Nee, wo sind denn... Guck mal, Pflanzenfaser müssten doch so easy sein, oder nicht? Ich laufe nicht schnell. Und bin ich gedückt? Gedückt? Wieso laufe ich denn so langsam? Am Gewicht kann es nicht mehr liegen. Ich bin nicht mehr überladen. Und ich würde ja gerne schlafen, aber das Spiel gibt mir ja keine Pflanzenphase. Was ist das denn? Ja, Palworld ist deinstalliert, glaube ich. Nicht rennen? Gibt es hier ein Crafting-Menü außerhalb? Kann man beim Bauen sperren? Es muss doch ein Baumenü geben. Gebäudemenü umschalten mit B? Passiert gar nichts.
Der Kupfer, der Bauxit. Das ist jetzt aber... Was hat die gesagt über den Westen? Gibt's keinen Logfile? Hat das Spiel... Okay, warte mal. Gut genährt. Verstauchter Knöchel. Ich habe einen verstauchten Knöchel? Du hast den Knöchel verstaucht, weil du zu viel Gewicht getragen hast. Dein Ernst?